Willkommen zur Übung 3.12, Sätze umdrehen. Die folgende Anwendung liest einen Satz von Tastatur. Im Anschluss werden die einzelnen Wörter getrennt und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt. Die Eingabe "Mir geht's gut" wird folglich in "Gut geht's mir" umgedreht. Wir sollen dazu erstmal die Funktion Flip Words schreiben, die die Wörter eines Satzes umdreht. Sie bekommt Quell- und Zielstring als Parameter und liefert die Anzahl der enthaltenen Wörter zurück. Ein Wort wird dabei ausschließlich durch ein Leerzeichen getrennt und zum Finden der Leerzeichen bieten sich die Funktionen String Character oder String R, also STR Char oder STR R Char an. Gehen Sie in der Funktion Flipwords davon aus, dass genügend Speicher für den Zielstring reserviert wurde. Sie können also in den Ausgabeparameter einfach einen beliebig großen String schreiben. Ja, wie geht man jetzt mit einer solchen Aufgabe um? Sie finden in der Prüfung oder jetzt auch hier bei der Aufgabe ein Beispiel. An einem Beispiel kann man sich immer ganz gut orientieren, was man tun muss. Ich würde hier mir deswegen erstmal im Main, oder am besten macht man das mit Papier und Bleistift auf Papier, ich würde mir erstmal Sätze vorstellen, die ich später umsetzen muss. Also mal ein Beispiel, einfach der Name Anna. Da werde ich sicher nichts umdrehen. Dann vielleicht der kurze Satz, Anna singt. Also singt Anna, wäre das Ergebnis. Als drittes vielleicht Anna, Sophie singt. Und jetzt hätten wir eigentlich schon drei Varianten. Das eine ist der Extremfall, es gibt kein Leerzeichen, es gibt also nur ein Wort. Oder auch der Fall, der String wäre leer. Das wäre quasi, der String wird so zurückgegeben, wie er übergeben wurde. Im zweiten Fall hätten wir einen Tauschvorgang. Das heißt, wir müssen das singt vor Anna bringen. Und im dritten Fall hätten wir jetzt die Folge singt Sophie Anna. Das heißt, das letzte Wort muss ganz vorne stehen, das mittlere Wort angefügt werden und das erste Wort dann am Ende stehen. Wir können das noch verallgemeinern, indem wir sagen, als letztes Beispiel Anna, Sophie und Peter singen. Und ich behaupte jetzt mal, wenn wir für S3 eine Lösung gefunden haben, dann leitet sich daraus die Lösung für S4 automatisch ab. Wir haben also eigentlich zwei Sonderfälle. Das eine ist das Wort ganz vorne, das andere ist das Wort ganz hinten. Die Wörter in der Mitte sind mit Leerzeichen getrennt. Vorne ist kein Leerzeichen und hinten ist auch kein Leerzeichen. Das heißt, das sind unsere beiden Sonderfälle. Und ich glaube, wenn man sich klar macht, mit welchen Fällen man zu kämpfen hat, dann ist eine Aufgabe sehr viel einfacher zu lösen. Okay, schauen wir in die Teilaufgabe A. Wir sollen die Funktion FlipWords schreiben. Die Funktion gibt die Anzahl der enthaltenen Wörter zurück. Das heißt, der Rückgabewert wird int sein. Die Funktion heißt FlipWords. Das ist gegeben. Die Parameter sind jetzt nicht gegeben. Die können wir frei wählen. Ich mache es wie die String-Funktionen. Der Ausgabeparameter ist mein Destination. Und ich nehme als Eingabeparameter mein Source und ich wähle jetzt hier bewusst die schwierigere Variante, nämlich dass SRC, mein Quellstring, konstant ist und nicht verändert werden darf. Der Hintergrund ist der, die Funktion vereinfacht sich erheblich, wenn ich den Quellstring ändere, wenn ich quasi da, wo Leerzeichen sind, Terminierungen einführe, dann kann ich sehr viel einfacher den String trennen und danach wieder neu aufbauen. Das werden wir jetzt hier nicht tun. Wir werden jetzt davon ausgehen, dass der Quellstring nicht verändert werden darf. Das steht in der Angabe nicht genau drin. Das heißt, ich habe in einer ähnlichen Aufgabe, die in der Prüfung schon dran kam, zugelassen, dass natürlich Sie auch einen Charakterstern SRC wählen können, also einen Ausgabeparameter für Source wählen und damit den String auch verändern können. Sie müssen halt aufpassen in der Klausur, wenn ein Const dasteht, dann darf der String nicht verändert werden.
Was ich ungern sehe, das ist, dass sie in der Funktion sich einen eigenen Buffer anlegen. Das ist bei den meisten String-Funktionen nicht erforderlich. Kritisch ist es dann, oder eigentlich falsch ist es dann, wenn dieser Buffer eine spezifische Maximalgröße hat. Also wenn eine String-Funktion maximal 100, 1024, 4096 oder 16.000 Zeichen nur verarbeiten kann, dann ist sie nicht allgemein gültig. Wenn Sie einen Buffer in der Funktion anlegen, auch hier ein Buffer in der Funktion würde den Lösungsweg stark vereinfachen. Ein Buffer muss dann mit malloc angelegt werden oder mit einem Variablen-Array nach C11-Standard. Das heißt, der Buffer muss dann dynamisch nach der Größe des Eingangsstrings angelegt werden. Ich behaupte jetzt hier, dass wir ohne Buffer auskommen. Schauen wir uns zunächst gleich die Sonderfälle an. Der erste Sonderfall ist, dass die Parameter nicht gesetzt sind. Dest gleich null oder source gleich null. Dann springen wir raus. Wir dürfen keine Stringfunktion verwenden. Und damit ist die Funktion abgesichert. Das heißt, ich kann jetzt als nächstes nach einem Leerzeichen suchen. Ich lege mir ein Constant Character Stern Temp an und ich suche mit String Air Char, suche das letzte Auftreten eines Zeichens im String. Ich suche den Quellstring Source nach einem Leerzeichen. Das ist jetzt gleich der erste Sonderfall, hier das Beispiel Anna. Es ist kein Leerzeichen enthalten, dann ist natürlich Temp Null. Also falls das Temp Null ist, dann werden wir jetzt einfach dieses eine Wort kopieren, also String Copy in Dest das SRC reinkopieren. Und wir sagen jetzt vereinfacht, es gibt einfach eine 1 zurück. Wir haben ein Wort getauscht. Das heißt, auch ein leerer String würde jetzt zurückgeben, dass eben ein Wort enthalten ist. Man könnte das bei Bedarf über die Stringlänge natürlich noch modifizieren, wobei in der Angabe jetzt auch keine genaueren Details dazu zu lesen waren. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das von der Schnittstelle so passt. Wir haben also unseren ersten String. Wir haben schon das Leerzeichen gefunden. Das heißt, wir können jetzt auch schon die zweite Lösung, unser S2, uns anschauen. Unser Temp zeigt jetzt auf das Leerzeichen vor dem Synced. Das Synced ist ja das letzte Wort. Das heißt, wir können jetzt das letzte Wort kopieren in unser Ziel, und zwar das Temp. Wir wollen das Leerzeichen nicht kopieren, also gehen wir ein Zeichen weiter. Jetzt steht in unserem Ausgabeparameter, unserem Dest, vorne das Wort Synced. Schauen wir uns gleich den Fall S2 an, das heißt das Wort Anna, das zu Beginn in Source steht, muss jetzt noch hinten angefügt werden. Davor muss ein Leerzeichen hin, das heißt, wir können jetzt an Dest ein Leerzeichen anfügen. Und fügen jetzt, und zwar nicht den vollständigen String, sondern nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen an Dest an. Und zwar unser SRC, das zeigt ja auf dem Beginn auf Anna Synced, das heißt, das zeigt auf unser A, und wir kopieren jetzt die Differenz, das heißt unser Temp minus das SRC. Temp zeigt auf unser Leerzeichen, das heißt, wenn wir jetzt die Differenz zwischen dem Leerzeichen und dem Beginn des Strings nehmen, dann sind es 4 Zeichen, dann ist es unsere Anna. Und damit haben wir den zweiten Fall, unser S2, gelöst. Wir sollten beim Bearbeiten solcher Aufgaben immer die Probleme unterteilen. Wir sollen jetzt noch die Anzahl beispielsweise zurückgeben. Das würde ich jetzt erstmal noch außen vor lassen. Wir können immer noch am Schluss einfach einen Zähler einbauen. Das heißt, konzentrieren wir uns erstmal auf das Tauschen. Beim Programmieren würde ich das jetzt erstmal testen. Das heißt, ich würde jetzt den Debugger anschmeißen und schauen, ob ich S1 und S2 tauschen kann. In der Prüfung haben Sie den Debugger nicht, das heißt, da muss man das Ganze im Kopf durchspielen.
Wir sind jetzt schon sehr weit in der Lösung, allerdings fehlt noch unser S3 und das S3 impliziert dann unser S4. Das heißt, im Mittelteil müssen wir jetzt eine Schleife einführen. Da ich mir die Position zwischen den Wörtern merken müsste, führe ich noch eine Variable ein. Ich nenne sie jetzt einfach mal End, also ein Constant Character Pointer End. Der zeigt auf mein aktuelles Temp. Und dann ersetze ich hier unten das Temp durch das End. Ich habe also an der Funktionalität nichts verändert, habe aber jetzt eine Variable, das heißt, unser Temp kann sich von dem End unterscheiden. So, jetzt müssen wir nach vorne laufen. Wenn wir den String SRC nicht verändern, er ist jetzt in unserem Beispiel constant, dann können wir nicht nochmal String R Character oder String Character verwenden. Das würde uns jetzt nicht helfen, weil wir natürlich immer uns von SRC bis ganz nach hinten bewegen oder von SRC Anfang bewegen. Wir wollen jetzt von hinten die Wörter nach vorne bringen und das funktioniert am einfachsten eben über das Prinzip mit String Cat, die Wörter hinten anfügen, das heißt von hinten die Wörter holen und vorne anfügen. Wir laufen also jetzt einfach mit der Variable temp durch den String. Wenn wir uns jetzt das Beispiel Anna Sophie singt anschauen, dann sind wir jetzt quasi mit unserem R-Char bei dem Leerzeichen zwischen Sophie und singt. Das heißt, wir laufen jetzt zurück, bis das temp ungleich unserem Source ist, also bis zum Beginn der Strings. Wir bewegen uns nach vorne. Wir sind gerade auf dem Leerzeichen, das heißt, wir erniedrigen. Dann sind wir genau vor dem Leerzeichen, dann sind wir auf dem E und können jetzt prüfen, ob bei temp ein Leerzeichen steht. Wenn wir ein Leerzeichen gefunden haben, wir laufen zurück, dann sind wir hier bei diesem Leerzeichen angelangt. Das heißt, unser Temp zeigt auf jetzt in dem Beispiel das Leerzeichen zwischen Anna und Sophie. Wir müssen die Sophie rauskopieren und hinten anfügen. Das heißt, wir verwenden wieder String ncat. Fügen an dest an, und zwar unser temp. Das hat den Vorteil, wir stehen gerade auf dem Leerzeichen, das heißt, wir sind hier, wir nehmen das, fügen das hinten an, wir haben sinkt kopiert, wir fügen quasi das Leerzeichen und Sophie hinten an, nehmen also das Leerzeichen gleich mit. Und wie groß ist der String, den wir kopieren? Das ist ganz einfach, wir haben uns ja temp gemerkt, das ist das end minus das temp. Setzen das End jetzt auf das Leerzeichen davor, springen also ein Leerzeichen weiter mit dem End und haben damit die If-Bedingung erfüllt. Wir können die Schleife auch schließen, das heißt, wir laufen jetzt von hinten, von dem ersten gefundenen Leerzeichen, was ja mit R-Charakter das letzte Leerzeichen im String ist, laufen wir bis nach vorne, bis wir vorne angekommen sind, bis also das Temp, unsere Variable, gleich dem SRC entspricht. Jedes Mal, wenn wir auf ein Leerzeichen treffen, nehmen wir das Wort mit dem Leerzeichen, kopieren es hinten dran. Und was fehlt, ist jetzt das letzte Wort. Das fügen wir jetzt im Anschluss an. Unser String cat fügt ein Leerzeichen an und danach kommt quasi das letzte Wort, also das letzte End, was ja hier noch drauf zeigt, und kopiert uns das letzte Wort. Wenn wir nochmal das Beispiel 2 anschauen, funktioniert es noch. Also Beispiel 1 ist ja klar, das funktioniert immer. Beispiel 2, wir kommen quasi hier hin, wir kopieren unser Synced, stehen auf dem Leerzeichen, laufen zurück, wir werden kein weiteres Leerzeichen finden, landen am Anfang und unsere Lösung von vorhin funktioniert genauso. Wir fügen das Leerzeichen an und die Anna.
So, jetzt haben wir das Tauschen der Wörter erfolgreich umgesetzt. Jetzt ist noch die Aufgabe, dass wir die Anzahl der getauschten Wörter oder der enthaltenen Wörter eigentlich, dass wir die zurückgeben. Das heißt, wir brauchen noch eine Variable, die zählt. Ich fange mal gleich bei der 1 an. Das ist ja unser erstes Wort, was wir kopieren. Finden wir wieder ein Wort, zählen wir das Count hoch. Und jetzt fügen wir hier unten noch ein Wort an. Das heißt, wir brauchen hier noch ein Return Count plus 1. Oder wir machen nochmal Count plus plus und Return Count. So, und das passt jetzt auch wieder zu unserem zweiten Beispiel. Wir fangen jetzt hier an, kopieren sinkt. Wir durchlaufen die Schleife, ohne Count zu erhöhen. Count ist 1. Wir fügen das Wort Anna hinten an und kehren mit 2 zurück. So, jetzt schauen wir noch, ob irgendwo Fehler drin sind mit Klammern. Ja, und ich sollte String.h natürlich einbinden. Jetzt haben wir eine Warnung mit dem Type Qualifier. Ich sage hier an der Stelle, dass ich einen Constant Character habe. Das heißt, ich sollte auch einen Constant Character casten. Die Funktion selber liefert hier einen Charakter zurück. Genau. Und das passt. Dann testen wir noch schnell im Hauptprogramm. Also das war jetzt Aufgabe A. Wir testen einfach mal, indem wir ein Ziel, ein Dest uns anlegen. Ich mache das jetzt einfach hier mit 100 Zeichen. Und wir können jetzt mal die verschiedenen Tests ausgeben. Das war jetzt nicht Teil der Aufgabe, aber ich finde das immer ganz praktisch. Wir geben erstmal aus, geben das Getauschte aus und geben ganz zuerst die Anzahl aus und noch einen Zeilenumbruch, unser Flip Words Test S1. Unser S1 und unser Test. Und das gleiche machen wir jetzt noch für die drei anderen Fälle. Das ist jetzt dann jeweils das S2, 3, 4, 2, 3 und 4. Wir schreiben immer in das Test. Ich initialisiere noch, dann ist es am Anfang wenigstens leer. Noch der Hinweis, wir arbeiten mit Stringfunktionen. Wir dürfen nie die Nullterminierung vergessen. Gott sei Dank verwenden wir StringCat. StringCat fügt immer eine Nullterminierung an. Das ist bei StringEndCopy manchmal gefährlich. Da wird nicht zwangsweise eine Nullterminierung angefügt. Das heißt, darauf muss man natürlich achten. So, wir schauen das Programm erstmal durch. Anna, Anna. Anna singt, singt Anna, Anna Sophia singt, singt Sophia Anna. Das heißt, das sieht gut aus. Ich möchte es mit Ihnen ganz kurz debuggen, die verschiedenen Varianten. Wenn wir in die Funktion reinspringen, unser erster Test, das ist unser Anna, dann sehen wir jetzt gleich, dass unser Temp natürlich null ist. Wir finden kein Leerzeichen, Temp ist null. Prüfen ab und kopieren Anna in den Zielstring und kehren mit 1 zurück. Die zweite Variante, Anna sinkt. Wir kriegen ein Leerzeichen. Das Temp zeigt auf unser Leerzeichen vor sinkt. Das heißt, wir kopieren das Temp, das Wort sinkt. Merken uns unser sinkt. Jetzt laufen wir mit Temp einfach nach vorne, solange es nicht source ist. Und wir kriegen natürlich kein neueres Leerzeichen. Fügen das Leerzeichen an und kopieren jetzt den Beginn, das SRC. Wir haben uns ja das End gemerkt. Das End zeigt auf das Leerzeichen innerhalb von SRC. Das heißt, ich kann die Differenz von den beiden Pointern nehmen. Das ist die Anzahl zwischen dem Leerzeichen und dem Wort Anna davor. Und somit wird die Anna angefügt. Und wir springen raus. Die dritte Variante, da springen wir auch noch mal kurz rein. Danach ist es ja immer das Gleiche. Wir holen uns das erste Leerzeichen, kopieren uns
an das Ziel das letzte Wort hin, merken uns das Ende, laufen mit Temp vor zum nächsten Leerzeichen, also vor Sophie kommt jetzt das Leerzeichen. Wir haben das Leerzeichen gefunden und fügen jetzt die Differenz, eben das Leerzeichen Sophie, eben an. Wir haben unser Leerzeichen Sophie angefügt, merken uns wieder das Leerzeichen. Und laufen weiter vor. Es kommt wieder kein Leerzeichen, das heißt, wir laufen bis ganz vorne. Wir haben Anna erreicht. Fügen wieder ein Leerzeichen hinten an. Man sieht das ganz schön hier oben eigentlich im Main, wo wir den ganzen String erkennen. Leerzeichen angefügt. Jetzt kommt natürlich noch Anna, die Differenz zwischen dem Leerzeichen und dem Beginn. Und String Cat fügt eine Nullterminierung an. Und damit passt auch das. So, wir sollen jetzt in der B, Aufgabe B, ich kommentiere das einmal kurz aus. In der Aufgabe B sollen wir einen String von Tastatur einlesen und den eingelesenen String umkehren. Ich lege mir einen Buffer an, nenne jetzt mal Source, Größe 100 ist leer. Ich lege mir auch gleich einen Buffer an für das Ziel. Und wir lesen jetzt ganz einfach mit fgetsinsrc size of src standardin. fgets liest einen Zeilenumbruch, das werden wir jetzt gleich im Beispiel sehen, und geben danach, wie soeben, mit %d erstmal die Anzahl der Wörter und danach unser %s, unseren String aus. Das heißt, wir rufen flip words auf. Das liefert uns die Anzahl. Wir kopieren in dest von src und geben das dest im Anschluss aus. Können wir das mal testen. Nochmal Anna Sophie. Peter singen. Singen Peter und Sophie Anna. Wir sehen den Zeilenumbruch, den nehmen wir jetzt noch raus. Beim fgetters ist das Problem, fgetters kann auch einen leeren String zurückgeben, falls die Eingabe schief geht. Das heißt, wir sollten uns die Länge des Strings erstmal anschauen und falls eben die Länge größer als 0 ist, dann können wir bei der Länge minus 1, das ist ja das letzte Zeichen im String, die Nullterminierung einfügen. Und tatsächlich müssten wir sogar noch prüfen, ob an der Stelle ein Zeilenumbruch steht, denn nur dann wollen wir ihn natürlich herausnehmen. Für unser Beispiel reicht es jetzt. Wir gehen davon aus, der String ist nicht länger als 100 Zeichen. Und dann können wir natürlich einfach hinten den Zeilenumbruch rausnehmen. So, ich mache die gleiche Eingabe. Und jetzt sieht das Ganze natürlich sehr gut aus. Alternativ hätten wir mit scanf einlesen können. Wir hätten nur aufpassen müssen, scanf ignoriert Leerzeichen. Das heißt, wir hätten mit der Vorgabe der erlaubten Zeichen oder mit den nicht erlaubten Zeichen, mit der Mengenangabe, hätten wir in scanf arbeiten müssen. Soweit die Übung 3.12. Wir schauen uns gleich im Anschluss die Übung 3.13 an. Vielen Dank.